Sprechen. Da steht über dem Schild, steht wirklich sprechen. Ich spreche mit einem Schild. Unglaublich. Hey, mein Name ist Schildfried. Wenn du diese Wand erklimmen willst, hör aufmerksam zu, mach einen Wandsprung und so, ne? Wenn du während des Sprungs an der Wand festklebst, drücke A für einen Wandsprung. War ja irgendwie klar, dass das jetzt kommt. Wenn du wiederholt Wandsprünge ausführst, kannst du ganz weit nach oben klettern. Merkst du ja, habe ich doch im letzten Level schon kunstvoll demonstriert, Spiel. Hui. Ja, also, was soll man dazu noch großartig sagen? Wandsprung und so, ne? Also, für mich natürlich ein alter Hut, nachdem ich jetzt hier seit 100 Jahren Super Mario Bros. Spiele und natürlich Super Mario 64 gespielt habe. Ist ja wohl klar, dass sowas kein Problem sein kann, aber wem erzähle ich das? Ja, wem erzähle ich das eigentlich? Hallo, Leute, sagt mal alle Hallo, die dieses Video hier sehen oder so. Das ist schon wieder so eine Pflanze. Was haben die zu bedeuten? Ach, jetzt musst du das Bild sich natürlich bewegen, ist klar. Haben die irgendeine Bedeutung? Ich bin mir nicht sicher. Naja, die Münze habe ich noch gekriegt. Wofür sind diese Dinger gut? Die schubsen mich einfach nur weg, oder? Ja, aber nur, wenn sie gerade Lust haben. Hm. Irritierend. Aber Sinn von dem Ganzen ist wahrscheinlich, dass sie mich ins Wasser schubsen sollen und ich dann meine Bienenfähigkeit verliere, sofern ich eine habe. Okay. Mit dem Schatten kann man ja wunderbar erkennen, dass da ein Stern sein muss. Und wie man hochkommt, kann man sich jetzt auch denken. Also, dazu muss man jetzt kein Genie sein. Dann zeig mal, wo es weitergeht. Es ist faszinierend. Also, ich habe eigentlich gedacht, ich verliere hier in dem Spiel recht schnell die Orientierung. Aber eigentlich gar nicht, bis jetzt. Nicht ernsthaft. Und langsam gewöhne ich mich auch an diese seltsame Perspektive, wenn man auf dem Kopf läuft. Also, es sieht einfach sehr ungewohnt aus. Aber, verdammt, das war clever. Es ist wirklich extrem spielbar. Ich bin angenehm überrascht. Es ist gar nicht so schlecht, wie ich gedacht habe. Ich bin so unfähig. Also, das Spiel ist nicht so schlecht, wie ich gedacht habe. Aber ich bin schlechter, als ich gedacht habe. Ich könnte gleich mein zweites Leben in diesem Spiel verlieren. Oh mein Gott, das noch so früh am Anfang und so. Und ja, kann ich da jetzt einfach runterspringen? Ja, kann ich. Und kann ich da am Rand lang? Oh, ein Wickler, zwei Wickler. Ich glaube, das ist nicht gut für mich. Für meine Gesundheit. Für mein geistiges Wohlbefinden. Ich sammle erstmal diese Münze hier. Kann ich die abschießen? Ich kann da reingehen, oder? Hat mir das jetzt was gebracht? Oben wäre noch so eine Münze gewesen, aber ich wollte sie nicht einsammeln, weil ich wollte erstmal die Münze haben, die mir meine Lebensenergie auffüllt. Jetzt weiß ich nicht, ob ich irgendwas verpasst habe oder nicht. Traurig. Die Stinkkäfer haben unseren Wachturm übernommen. Interessante Stimme für eine Biene, die ich da gerade fabriziert habe, aber okay. Ich nehme an, an das Ding kann man dran springen und sich dann hin und her schwingen. Ja, das trifft's. Hui und hui. Eine Schaukel, ist das nicht toll? Sollte jedes Spiel haben. Wie funktionierst du jetzt? Okay, das überfordert mich. Das ist auch kein Schalter oder dergleichen. Ist hier vielleicht ein Schalter irgendwo? Stinkkäfer? Oder irgendein Käfer halt. Dieser Schalter bewirkt irgendwas, aber... Kann ich dich nicht killen? Das ist ja schwach. Naja, was soll's. Wir aktivieren den Schalter und sehen mal, was passiert. Ach, das ist eine Windmühle. Die irgendwie nicht vom Wind angetrieben werden könnte, theoretisch, weil irgendwie die Flügel keine Bespannung haben. Aber okay. Also... Wenn das Ding als Windmühle funktioniert, dann weiß ich auch nicht. Aber es ist ja eigentlich auch keine Windmühle, es ist ja ein Wachturm, hat dieser Bienenkerl gesagt. Ich finde, das soll doch auch mal einfach nur die Wiimote stillhalten und sammelt alles ein. Wie besiege ich euch? So nicht. Hm. Au, ich wollte eigentlich drüber springen, okay. Ich will springen. Kann doch bestimmt auf euch springen, oder? Ah, ich muss da eine Stampfattacke machen. Au, aber am besten, bevor ich tot bin. Ich krieg's nicht auf die Reihe. Ich krieg's echt nicht auf die Reihe. Boom! Okay, jetzt habe ich's hingekriegt. Und der dreht jetzt völlig am Rad.
Ja, zumindest mal für einen Moment. Okay, das war eigentlich recht einfach, wenn man erstmal gecheckt hat, wie es geht. Aber ich muss mich natürlich erstmal richtig dämlich dran stellen, aber... Okay, ich habe wenigstens jetzt gelernt, wie der Boss funktioniert und es hat mir keiner verraten. Ja. Und ein weiterer Stern befindet sich in unseren gierigen Pranken. Und wir haben auch dieses Level schon halb abgeschlossen, drei Viertel abgeschlossen, keine Ahnung. Nee, wie viele Sterne gibt's ja eigentlich? Das wurde uns jetzt nicht klar... Wurde uns das angezeigt, im Level? Ich meine, kann sich das unterscheiden? Gibt's immer nur drei Sterne oder kann's auch mal mehr geben? Egal, jedenfalls, Notfall am Wachturm ist abgeschlossen. Und ja, wir haben eine neue Bestpunktzahl mit 6 Münzen, wuppidu. Und dann wird's Zeit, mal wieder zu speichern, weil es geht oder so. Warum speichert das Spiel eigentlich so oft? Ich weiß ja auch nicht. Und weiter geht's. Einmal geht noch Honigbienenkönigreich. Es werden wieder nur 3 Sterne angezeigt, also... Ja, wird's wohl dabei bleiben, dass es 3 Sterne sind. Finde ich gut, dann haben wir nämlich gleich diese Welt auch abgeschlossen. Und dann war ich ja heute schon verdammt produktiv. Meiner Meinung nach. Aber egal. Gegenangriff der Stinkkäferfamilie. Hört sich nach noch mehr von den Viechern an. Soll mich nicht stören. Jetzt, wo ich weiß, wie man sie besiegt, das ist ja keine große Sache. Okay, ich soll zu diesem Baum, der angezeigt wurde. Ich habe nur keine Ahnung, wie ich da hinkomme. Und das werden wir jetzt rausfinden, indem wir einfach einen Weg gehen, den wir vorher noch nie gegangen sind. Und keine Ahnung, welcher das sein wird, aber wir finden es schon raus. Okay, der war mir jetzt zu schnell. Der war mir zu langsam. Ich will dir eigentlich schon killen. Also, nicht weil ich irgendwas beweisen muss, aber weil ich es kann. Gut. Die Schaukel hier interessiert mich. Die ist doch bestimmt für irgendwas Sinnvolles gedacht. Also, naja, für was mehr oder weniger Sinnvolles. Und tap. Oh, da könnte man die Münze einsammeln. Ja, aber sonst... Naja. Mehr oder weniger sinnvoll. Wie gesagt, der Pfeil zeigt nach links oben. Oh! Oh, den Käfer habe ich gerade nicht gesehen. du schießt Seifenblasen. Und ich kann nichts mit dir machen. Aber ich könnte mich von so einer Seifenblase mitnehmen lassen vielleicht oder so. Ja. Also im ersten Moment habe ich gedacht, das Ding würde mir Schaden machen oder so. Aber das mit dem blauen Pfeil und mit dem Block genau an der richtigen Stelle und so, das kam mir jetzt schon spanisch vor. Also das musste ja irgendeine Bedeutung haben. Okay, da ist irgendein Pilz und der wird mir irgendeine Spezialfähigkeit geben. Und dann bist du irgendwie tot und verderben und so, ne? Schön. Hat der Pilz... Ach, der hat jetzt meine Lebensenergie vergrößert. Okay, und was gibt's hier? Ich kann die Kamera mal wieder nicht drehen. Das ist natürlich sehr vorteilhaft. Ich kann natürlich auch gar nichts sehen, wenn ich vor dem Holzteil stehe. Ach, schönes Spiel. Wofür ist der Fahnenmast? Ich weiß nicht. Ich hör gerade was, aber es hört sich an wie ein Countdown. Also so eine ablaufende Uhr. Heißt das, meine Fähigkeit, mehr Treffer zu kassieren, ist zeitlich begrenzt? Ich habe gedacht, die wäre nur dadurch begrenzt, dass ich, wenn ich mal irgendwann alle 3 Bonus-Lebensenergiepunkte verloren habe, dass ich dann eben, naja, meine Bonusenergie dauerhaft verloren habe. Aber scheint ja nicht so zu sein. Also, ich höre jetzt aber auch das Ticken nicht mehr. Vielleicht ist es doch schon richtig so, was ich mir da gedacht habe. Egal. Ich kann schon wieder die Kamera nicht drehen, das ist herrlich, das ist natürlich ein unwahrscheinlicher Vorteil, aber egal. Was ist aber eigentlich mein Ziel? Soll ich zu diesem anderen Planeten oder soll ich hier alle Stinkkäfer ausradieren? Weil prinzipiell wäre ich dazu auch imstande. Und Leben gibt es dafür auch noch Lebenmenge. Was sehr praktisch ist, weil Leben kann man nie genug haben. Auch wenn man schon 15 Stück hat, obwohl man mit dem Spiel erst angefangen hat. Und keine Ahnung hat, was man hier eigentlich macht. Es ist wirklich ein bisschen sehr leicht im Moment. Leben für irgendwas? Okay. Achso, klar, weil ich 50 Dinger gesammelt habe. Ich sag's noch und dann weiß ich nicht mehr, was ich hier mache. Okay, das ist herrlich. Tja, da hinten gehe ich mal nicht weiter. Ich denke, ich werde jetzt mal... Die Kameraperspektive ist gerade sehr vorteilhaft. Dankeschön. Ich müsste unbedingt mal Lebensenergie auffüllen, sonst ist mein Bonus-Lebensenergie-Ding weg. Wow. Ja, hier bin ich hergekommen. Dann hätte ich auch anders wieder zurückgehen können. Aber egal. Hauptsache, ich gehe zurück, weil irgendwie muss es ja noch einen Weg geben, um hier weiterzukommen. Ach, diesen Handstand an der Spitze des Fahnenmasts kann Mario immer noch, okay. Das war ja schon Super Mario 64 so. Konnte man auf Bäumen und eben auf
anderen Dingen, wo man eben hochklettern konnte. Fahnenmäste und keine Ahnung, was gibt's da noch? Wow! Das hätte treffen können hier, Schweine. Ach, lasst euch doch einfach treffen. Ihr seid doch eh unfähig, also kommt schon, als wenn ihr irgendeine Chance hättet. Wo sind die anderen? Ah, da ist er. Ich bin aber auch unfähig. Also, nicht nur die sind unfähig zu treffen. Ich bin genauso unfähig. Macht nichts. Solange die mich nicht treffen, macht's wirklich nichts. Hallo, Bienenkönigin. Die Nachbarn machen mal wieder Stunk. Kannst du nicht mal mit ihnen reden? Ich kann sie verkloppen oder so. Ja. Das ist witzig. Also, geniales Wortspiel. Ja, die Stinkkäfer machen Stunk, ne? Ist klar. Schön ausgedrückt. Und wir sind durch einen riesigen Trümmerberg oder was geflogen. Ich konnte es gerade nicht so richtig erkennen. Hier könnten wir uns mal wieder so einen Pilz holen. Also wenn wir die Fähigkeit schon haben, könnte uns der Pilz auch eigentlich wenigstens die Lebensenergie auffüllen, finde ich. Oh, da sollte man schon fliegen, bevor man in den Abgrund fliegt. Weil in den Abgrund fliegen ist ungesund. Lebensenergie wieder voll. Gut. Und flieg, Mario, flieg. Ich will nicht ins Wasser fliegen, weil das wäre dumm. Yeah. Bist du die Mutter aller Stinkkäfer oder was? Ja, und das ging voll daneben. Ich bin so gut. Boah. Der hat gesessen. Und jetzt darf der Kamerad auch noch fliegen. Schöne Sache. Aber hier gibt es jede Menge Munition. Dann gehe ich doch mal glatt davon aus, dass die eine Bedeutung haben könnte. Nö, hat sie nicht. Okay, er wirft jetzt mit Bomben oder dergleichen. Und ich kann hier an dem Baum lang klettern. Das ist natürlich ein Vorteil. Scheiße, ich war direkt über ihm. Ich hätte nur eine Stampfattacke machen müssen. Ich hätte einfach nur auf meinen Schatten gucken müssen, dann hätte ich es gewusst, dass ich über ihm bin. Wo ist die Sonnenblume? Oder die Blume, oder... Komm schon, aufwärts! Ich will nicht ins Wasser. Ich hab's mir gerade anders überlegt, Kollege. Ja, also schwer ist das Ganze hier nicht. Man sollte sich nur vielleicht ein bisschen geschickter anstellen, als ich das tue, aber... Okay, diesmal nichts überstürzen. Ich habe Zeit. Ich habe alle Zeit dieser Welt. Verdammt, das ging ja mal voll in die Hose. Boom, der ging aber nicht in die Hose. Das war ein Volltreffer, so gehört sich das. Und was machst du jetzt als nächstes? Erstmal wieder ordentlich Dinger hier verteilen, okay. Naja. Ja, er macht das gleiche wie die ganze Zeit, nur schneller. Das macht jetzt keinen wirklichen Unterschied für mich. Finde ich mal. Boom! Ja, sag ich doch. Also, kommt schon. Das war jetzt wirklich nicht schwer. Das war... Naja. Aber ich sollte vorsichtig sein. Also das Spiel wird wahrscheinlich im Schwierigkeitsgrad irgendwann noch so abartig, dass ich drüber fluche oder so. Aber im Moment kann ich es mir einfach so wunderbar leisten, mich drüber ja fast schon lustig zu machen, dass irgendwie kein Schwierigkeitsgrad vorhanden ist. Also ich meine, kommt schon. Dieses Vieh hatte doch eigentlich schon fast gar nicht die Möglichkeit, einen überhaupt zu treffen. Also man hätte sich natürlich von der Plattform stürzen können oder dergleichen, aber... Nee. Honigbienenkönigreich, Gegenangriff der Stinkkäferfamilie. Wunderbar, diesen Stern hätten wir dann also auch. Neue Bestpunktzahl, 7 Punkte, uhu. Und an der Stelle machen wir jetzt erstmal nochmal eine kurze Unterbrechung. Ach nee, erstmal entdecken wir noch eine Galaxie. Bevor wir speichern dürfen. Ja, also das, sind das jetzt neue Terrassen, die ich benutzen darf, oder was bedeutet das? Ich weiß ja nicht. Ein Gourmet-Luma ist aufgetaucht. Den können wir füttern und dann macht er uns den Weg frei. Das machen wir vielleicht gerade noch. Ja, speichere ruhig mal. Der muss irgendwo, laut dem, was ich jetzt gesehen habe, in der Nähe von dieser Sternwarte hier sein. Und, ja, ich nehme an, der wird verdammt viel von den Dingern brauchen, aber er wird es uns ja gleich sagen. Na, 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 na. Hey, du da, hast du keine Sternteile? Doch, hab ich. Ich will Sternteile essen. Ganz viele davon will ich essen. Ja. La, 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 la. Komm schon, gib mir ein paar Sternteile. Wenn ich 400 esse, verwandle ich mich. Ja, dann friss mal, du fettes Vieh. Ja.
Wunderbar. Das war's. Mein Bauch ist voll. Dann wollen wir mal loslegen. Verwandlung. Schwuppdiwupp und ein neuer Planet ist geboren oder so. Oh, eine neue Galaxie wurde geboren. Nicht ein neuer Planet, eine neue Galaxie. Ich bin ja schon fast stolz auf mich. Und warum kann ich jetzt nicht speichern? Also, warum kommt jetzt kein Speicherding? Ja, und wie speichere ich? Spiel beenden? Ah, das Spiel speichern und beenden. Ja, okay, bitte mach das. Also, das war dann mein grandioser Einstieg in Super Mario Galaxy. Ich hoffe, es hat euch soweit gefallen. Also, ich muss sagen, mir gefällt es bisher ganz gut. Es ist wirklich sehr spielbar und gar nicht so katastrophal, wie ich gedacht habe. Wirklich beenden, ja. Und, ja, keine Ahnung. Aber das soll jetzt erstmal reichen. Also, 2 Stunden am Stück Mario Galaxy ist ja schon mal ein harter Einstieg. Und mal sehen, wie es in nächster Zeit damit weitergeht. Aber ich freue mich schon drauf, hier weiterzumachen. Also, Leute, ich war euer Nixan. Das war Super Mario Galaxy. Und ich sage euch, ciao, macht's gut und bis zum nächsten Mal.